Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Horror Americana. Für Cthulhu von Pegasus Press. Viel Spaß. In diesem Buch gibt es zwei Abenteuer, zwei Stück. Wir beginnen mit Totes Licht. Ich hatte eigentlich vor, dieses Abenteuer zu überspringen, nicht zu lesen, nicht zu rezensieren, aber leider wird man dann erschossen, wenn man dieses Abenteuer nicht rezensiert, weil man hier ohne Motivation einfach dann vorbeifährt, genauso wie in diesem Abenteuer. Ich fange mal von vorne an, um das ein bisschen zu erklären. Es gibt in diesem Abenteuer eine kurze Einführung, was bisher geschah. Das ist eine kleine Hintergrundgeschichte von einem Landarzt. Ihr könnt ihn dann auf der rechten Seite sehen und der wird dann überfallen von zwei Banditen. Die möchten an sein Geld, dabei geht eine Schatulle auf, ein uraltes Gefäß bricht auf und das tote Licht wird entlassen. Das fliegt jetzt in den Wäldern umher und versucht, Leute zu fressen, zu töten. Das war's. Es gibt noch eine Karte von einer Tankstelle und von diesem Haus, was ganz in der Nähe ist von dem Landarzt. Die Investigatoren fahren dran vorbei, geraten in ein Unwetter und dann fängt das an. Ich weiß aber nicht genau, was anfängt, weil es gibt hier keinen Plot. Also der Plot ist, überlebe, halte aus, solange wie der Spielleiter sagt, dass es wieder hell wird. Und man könnte natürlich auch dran vorbeifahren, aber dann wird der Sturm schlimmer und dann sagt der Spielleiter, du könntest gleich sterben und dann schlagen Blitze ein und du wirst dazu gezwungen zu helfen, weil da sind Menschen, die deine Hilfe brauchen. Und wenn du das nicht tust, dann verlierst du geistige Stabilität so lange, bis du hilfst, weil du kannst ja unschuldige Menschen nicht sterben lassen. Und dann kannst du bei der Tankstelle anhalten und dich mit den Leuten unterhalten und stirbst auch. Das Ding hat keinen Plot. Das Ding ist in meinen Augen sehr lieblos. Es gibt ein paar Rechtschreibfehler, es gibt ein paar Wörter und Begrifflichkeiten, die da so in den Satz nicht hingehören. Das Licht, das tote Licht, ist ein unnennbares Grauen. Es hat zwar irgendwie eine Farbe, aber sie ist nicht von dieser Welt und es wurde zu Kolonialzeiten mal hier eingesperrt und das kann man auch irgendwie herausfinden, aber eigentlich nicht, weil es keine richtigen Aufzeichnungen gibt. Kann also niemand erklären. Dann gibt es noch eine zeitliche Abfolge, aber die stimmt auch irgendwie nicht. Also ich versuche das nochmal ein bisschen zu erklären. Das tote Licht bricht aus und das jagt eigentlich eine Emilia, also eine Enkelin von diesem Landarzt. Aber es ist eigentlich gerade satt, deswegen verfolgt es sie dann doch nicht. Dann allerdings verfolgt es Emilia doch irgendwie, ist aber aktuell mehr an einer Tankstelle interessiert und erschreckt deswegen einen anderen. Und der fährt dann in die Tankstelle fast rein und erzählt dann gleich davon, aber eigentlich hat das tote Licht ja gar keine Motivation, wie vorher schon beschrieben worden ist, weil es ja eigentlich gerade satt ist und eigentlich erst Emilia töten wollte. Aber dann ist dieser Schweinezüchter doch wieder wichtiger. Ich glaube, ich überspringe diese Rezension doch mal, weil es gibt hier nicht wirklich was zu rezensieren. Ich gebe nachher Punkte für Modularität, Spielspaß und die Schwierigkeit und so. Was mich am meisten stört, ist, wie gesagt, dieser Faktor, dass man wenig Motivation hat, da zu helfen. Aber wenn du weiterfahren willst, dann sagt der Spielleiter nein und zieht die geistige Stabilität ab. Oder aber er sagt, da fällt ein Baum auf die Straße und versperrt dir den Weg. Und wenn du dann doch noch irgendwie weiter vorbeifahren willst, dann fällt ein Baum nicht nur auf die Straße, sondern gleich auf dein Auto. Nächste Rezension. Schreie und Flüstern von Martin Ziska. Ja, das ist tatsächlich ein Abenteuer, weshalb ich überhaupt diese Rezension mache, denn das macht alles wieder wett, was ich vorher gelesen habe. Es geht um zwei Polizisten, bei Belieben auch drei Spieler. Es kann also auch ausgebaut werden, aber zwei ist hier die günstige Spieleranzahl. Es geht nicht nur so sehr um den Plot, der hier erzählt wird, sondern es geht auch ganz explizit darum, dass das Privatleben der Ermittler hier verwurstet wird. Dazu gibt es eine sehr, sehr hübsche Tabelle. Ich fange einfach mal mit dem Privatleben an von diesen Ermittlern. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es dann hinten Handouts gibt, also Charakterbögen, die dann die Spieler bekommen, die sie dann durchlesen müssen.
Das sind so die ganz typischen früheren 2009-Abenteuer gewesen. Im Jahr 2019 aber bekommen wir dann eine Tabelle zum Auswürfeln, beziehungsweise nicht nur eine, sondern viele Tabellen. Ich springe nochmal eine Seite weiter und das sind dann richtig gute Sachen. Das ist zwar nur mit dem W6 zu bestimmen, also so viel Auswahl gibt es nicht, aber jedes einzelne Ergebnis ist so gut und macht so viel Spaß und Lust auf mehr, dass man diesen Charakter dann auch spielen und verkörpern will. Und man kann sich dann eben zu diesem Würfelergebnis dann die Geschichte dann selbst dann schreiben. Und das ist gut gelungen, ganz im Ernst. Also so müssen Charaktere gebaut werden. Es geht dann um die Laster und dunkle Geheimnisse. Hat der Charakter Familie oder eben auch keine Familie mehr? Und um wen kümmert er sich? Wie ist seine Motivation? Warum ist er überhaupt Polizist geworden? Was war sein letzter Fall, den er gemeinsam mit seinem zweiten Kollegen, dann dem anderen Spieler, dann gelöst hat? Auch das könnte wieder reingreifen in den aktuellen Fall, dass der noch nicht ganz aufgeklärt ist, noch nicht ganz gelöst. Also, es ist eine richtig schmierige Geschichte, die hier von vornherein erzählt wird, ohne dass man jetzt noch Cthulhu-Mythos bräuchte. Es geht dann um Depressionen, um Faktoren, die dich krank machen, sowohl körperlich als auch geistig. Es ist düster, es ist pessimistisch, es ist beklemmend. Ob das jetzt in Chicago erzählt wird oder in einer anderen Großstadt, ist fast egal. Man kann es auch in New York spielen. Hauptsache, du hast so einen richtigen Sumpf und du blickst dann eben in die Verderbnis der Menschen rein. Und das soll eben hier auch zwischen dem eigentlichen Plot soll das erzählt werden. Das ist nochmal eine Spielleiter-Schwierigkeit. Das heißt, das wirkt sich dann später bei den Punkten aus. Aber das ist richtig gut, wenn der Spielleiter das beherrscht. Wow. Dann bekommen wir aber auch noch eine Ermittlung. Wir werden angeworben und dürfen dann nach und nach eine Mordserie aufklären. Es geht um, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ein bisschen Shub-Niggurath, die hier allerdings in einem Avatar auftaucht. Das heißt, sie selbst nicht, sondern eine Form, die an Baba Yaga erinnert, aus den slawischen Geschichten. Ich möchte hier dann verweisen an Mussorgsky und die Bilder einer Ausstellung, wer da durch Musik wissen möchte, was Baba Yaga ist, der wird hier von Mussorgsky dann entführt. Die tauchte auch damals schon auf beim Horror im Orient Express in der großen Kampagne, wo man dann durch Europa gefahren ist. Hat hiermit gar nichts zu tun, aber Baba Yaga finde ich eine sehr, sehr schöne Gestalt, eine sehr, sehr schöne Figur. Ich bin sowieso ein großer Fan von Shub-Niggurath und dann hier eben mit diesem Avatar besonders schön. Ein Mörder wird jetzt also verführt von ihr und fängt jetzt nach und nach an, Menschen zu töten. Und das ist sehr willkürlich. Es sind oft Frauen, die ihn dann aufgrund von irgendeiner Art und Weise, die diese Frauen haben, führt das zu einer Aggression bei ihm, zu einem Austicken. Und die Mutter, die in ihm drin wohnt, in seinem Kopf, die ihn so ein bisschen verrückt macht, diese Baba Yaga, die sorgt dann eben dafür, dass er Frau und dann eben auch den Mann, falls es einen Mann dazu gibt, dann blutig erschlägt. Also unglaublich brutal. Ich habe mir die verschiedenen Tatorte mal dann durchgelesen, natürlich. Und da kann man so schöne Bilder im Kopf erzeugen. Was heißt schön? Blutig. Also richtig krass. Richtig krass, wer da dann eben sich vorstellt, wie es ist, als Polizist auf so einen Tatort zu treffen. Da ist es dann wirklich keine Schande, wenn man sich übergibt und bricht. Also, das ist heftig. Aber sollte man definitiv über 18 sein, wenn man sowas spielen will und abgehärtet sein, wenn dann die Beschreibung von einem Spielleiter diesbezüglich kommt. Die Charaktere können jetzt also so ein bisschen ermitteln in dieser Mordserie, wer war das, wie kommt der dazu, und versuchen dann dieses Netz immer, immer dichter zu treiben. Zwischen den einzelnen Mordserien, da liegen immer ein paar Tage dazwischen, muss oder soll dann auch nochmal dieses Privatleben ganz explizit ausgespielt werden. Und dieser schleichende Verfall, der sich dann andeutet, tagsüber haben wir vielleicht ein bisschen bessere Laune oder aber ja, den Alltag im Büro oder in der Großstadt. Und dann, wenn es dunkel wird, dann beginnen überall die Morde, beziehungsweise man ist alleine mit dem Alkohol oder ja, vielleicht ruft man nochmal mit der geschiedenen Frau an. Der Sohn hat dann vielleicht noch ein Baseballspiel, was man verpasst hat und hat ihn dann irgendwie nach der Schule im Regen stehen lassen, weil man ja wieder einen Fall hatte, der wichtiger war. Und dann es ist eine echt schöne Idee, diese beiden Sachen zu vermischen, zu vermengen und dann
zu diesem Szenario zu führen. Hier sollte man sich sehr viel Zeit lassen. Es ist, wie gesagt, nur für 2 bis 3 Spieler ausgelegt, aber da muss man sich die Zeit für nehmen, damit das richtig gut wird. Die Charaktere kommen dann nach und nach auf einen Mörder, können ihn dann dingfest machen. Damit möchte man ja fast meinen, ist dieses Abenteuer beendet. Die Polizisten haben denjenigen gefasst, man könnte die Akte schließen, der Rest ist dann irgendwas für den Richter, für den Staatsanwalt, muss ich mich nicht mit befassen. Ob das ein wirkliches Finale ist? Nein, noch nicht. Fühlt sich aber fast so an und man könnte die Geschichte hier beenden. Es gibt aber dann noch ein weiteres Kapitel, mit dem es dann ja, weitergeht. Der Zeuge bzw. der Mörder sagt dann aus, dass er Stimmen in seinem Kopf hört und es führt dann alles zu einer weiteren Person, die dann vielleicht so ein bisschen verantwortlich dafür ist. Da können Sie dann in einer Wohnung eine alte Dame antreffen, die vielleicht merkwürdigerweise so ein bisschen aussieht wie Baba Yaga. Eine alte Dame betagt, die ein ganz eigenes Finale bietet. Und da könnte man sogar auch auf den Kampf verzichten. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, da dann eine alte, irre Frau auftauchen zu lassen, die einen angreift. Es ist viel schöner, wenn es subtiler läuft. Ich erkläre kurz, was in dem zweiten Finale, wenn man es so betiteln möchte, passiert. Die Helden können sich dann bei der guten alten Dame umsehen und irgendwas stimmt nicht. Wenn sie dann in den Keller treten, dann können Sie dort in einer der Eistruhen diese Dame finden, die sie eben gerade bewirtet hat. Die ist tot, liegt im Eisfach in der Eistruhe und naja gut, diejenige, die da oben noch rumsteht, ist dann irgendwie böse, die greift dann die Polizisten an, die Polizisten können sie dann erschießen. Das geht auch alles sehr, sehr schnell und da muss man nicht großartig einen Kampf ausspielen, man erschießt die Frau einfach, dann ist durch. Das Problem ist aber, wenn die Helden, wenn die Polizisten dann diesen Tatort verlassen, um dann ihre Kollegen anzurufen, finden sie nicht diesen toten Avatar, sondern diese Dame im Eisfach, die da ja vorher schon lag, und die hat dann die Hülsen in ihrem Körper und wurde dann von den Helden erschossen, von den Polizisten. Und dann werden vielleicht auch Beweise gefälscht, beziehungsweise dann tauchen ihre Fingerabdrücke auf dieser Leiche auf, obwohl sie die nie berührt haben. Und das könnte man dann als eigenes Finale stehen lassen. Sind denn diese Polizisten noch geistig irgendwie klar? Sind die noch bei Verstand? Auch das könnte man dann so mit einer Suspendierung oder so abschließen und diesen Fall dann ad acta legen zu den Akten. Aber es geht weiter. Es gibt ein weiteres Kapitel, eine weitere Begebenheit, die dann passiert. Finde ich erst einmal so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber während ich es dann gelesen habe, das vierte Kapitel, da ging es dann plötzlich um die Mafia. Denn diese alte Dame, die eigentlich im Eisfach liegt oder lag, gehörte mit zur Mafia. Könnte man jetzt meinen, passt das da jetzt irgendwie zu? Ja, wenn man da noch ein bisschen reinliest, man kann es wie gesagt weglassen, man kann dann auch schon Schluss machen. Aber man kann das eben auch benutzen. Die Mafia ist jetzt nicht besonders glücklich darüber, dass die Fingerabdrücke und die Patronenhülsen in dem Körper auftauchen und dass die Polizisten sie erschossen haben. Dementsprechend werden sie entführt. Und zwar nicht nur sie selbst, sondern auch die Familie. Das ist ja das, was wir ganz am Anfang ausgewürfelt haben. Die Ex-Frau oder der alte Vater, der im Rollstuhl sitzt oder der Medizin braucht. Die und die beiden Polizisten werden entführt und dann kommt es zu einem schönen Showdown. Das heißt, die Polizisten sollen dann erzählen, warum sie diese alte, nennen sie jetzt einfach mal Baba Yaga, erschossen haben. Denn die Mafia weiß nicht, dass die schon tot war, beziehungsweise dass es da diesen Cthulhuiden-Mythos-Hintergrund gab. Und dann können sie natürlich erzählen, was sie wollen. Die Mafia wird ihnen nicht glauben. Und dann kommt es einfach dazu, dass diesem Familienmitglied, wer auch immer es ist, die Pistole an den Kopf gehalten wird und abgedrückt wird. Obwohl man die Wahrheit gesagt hat. Auch das wäre ein grandioses, unfaires Finale, aber es wäre eins. Es wäre Cthulhu-würdig. Und auch hier könnte man wieder Schluss machen. Und dann gibt es ein weiteres Finale, wo man dann durch Träume in den Wald gerufen wird und da muss man dann ein Ritual von Shub-Niggurath und diesem Avatar dann verhindern. Das finde ich dann wirklich ein bisschen abgedreht. Das sollte man weglassen. Das ist das letzte Kapitel, das große Finale im Wald. Lasst das weg, das braucht ihr nicht. Ihr könnt zwischendurch aber schon überall dann den Schlussstrich setzen. Jedes einzelne Finale an sich oder jedes einzelne Kapitel an sich ist schon hervorragend, hervorragend. Und da muss man nicht noch eins oben drüber setzen. Einfach dann
sacht und geerdet abschließen. Und das wäre eben so das, was ich mir hier wünschen würde. Aber ja, Schreie und Flüstern ist damit beendet. Man kann es, wie gesagt, mit 2 spielen, mit 3 spielen. Die Schwierigkeit hier ist dann eben noch diesen Alltag der Polizisten da noch mit einzubringen. Da sind auch viele verschiedene Szenen noch mit drin, die dann hier helfen, um Ideen anzuregen. Aber da sollte der Spieler da tatsächlich noch ein bisschen dann reinsetzen. Ich komme mal zu der Bewertung von beiden Abenteuern und sage dann noch ein bisschen mehr dazu. Ja gut, ich fange einfach mal bei dem ersten Abenteuer an. Wir haben immer Modularität, den Spielspaß, die Spielleiterschwierigkeit und die Bonuspunkte. Ich gehe einfach mal vom ersten Abenteuer runter, dann haben wir das abgehakt. Modularität. Wir spielen in einem Wald. Es muss irgendwas mit einem Auto sein. Es regnet, es donnert, es stürmt. Alles ist dunkel. Wir sind von der Umgebung abgeschlossen. Die Telefone funktionieren nicht. Es ist eigentlich angeboten für das Jahr 1920. Es geht aber auch now. Es geht nicht oder nur sehr, sehr schwer für Gaslicht, also 1890. Und es macht keinen Sinn, dass man das in andere Spielsysteme verschiebt. Macht es nicht. Es macht auch nicht in anderen Welten Sinn. Deswegen Modularität 3 von 5 Punkten. Wir machen weiter mit dem toten Licht oder totes Licht. Spiel Spaß. Ja, man muss sich darauf einlassen. Ich könnte das, glaube ich, nicht. Wenn ich merke, dass dann der Spielleiter da irgendwelche, ja, kein höheres Ziel hat, keinen richtigen Plot hat und wenn man dann auch nicht ausbrechen darf aus diesem Abenteuer, weil man einfach weiterfährt. Es gibt einfach keine Aufgaben, die man da wirklich erfüllen kann, außer Überleben. Es gibt keine wirkliche Waffe, die man dann benutzen kann. Klar, man kann da irgendwie erfinderisch werden und da wird auch ein bisschen was angeboten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Spielspaß 2 von 5 Punkten. In meinen Augen, ihr habt da vielleicht anderen Spaß dran, ich kann ihn da nicht finden. Spielleiter Schwierigkeit, ja, einfach, 5 von 5 Punkten, das ist nicht schwer zu erzählen, das ist nicht schwer zu leiten, es gibt halt keinen Plot, ja. Bonuspunkte, 0. Ich finde, das ist kein gutes Abenteuer. Es gibt viele Fehler, es gibt chronologische Probleme, die ich mir hier irgendwie erdichtet habe. Einige Charaktere sind von den Werten nicht wirklich passend. Ich habe mir das angesehen. Es sind viele, viele Dinge, die mich hier stören. Und dementsprechend kann ich hier nicht ohne gutes Gewissen Punkte für geben. Ich habe das Gefühl, dass hier meine Zeit verschwendet worden ist mit dem Lesen. Tut mir leid. 10 von 20 Punkten. Wir kommen zum zweiten Abenteuer und da tut es mir leid, dass ich nach meinem Bewertungssystem nicht mehr Punkte geben kann, einfach weil ich mich hier so aufgestellt habe und davon werde ich nicht abweichen. Modularität, ich gebe 3 von 5 Punkten. Es spielt in einer Großstadt, hier ist es Chicago. Man kann es natürlich auch in anderen Großstädten erzählen, aber es sollte now sein. Man kann es nicht wirklich gut 1920 erzählen oder 1890, das geht nicht. Man kann es in anderen Welten erzählen, wenn sie denn so ein Polizeisystem haben, so eine Großstadt, dann geht das sicherlich auch, aber es sollte eben mit diesem Cthulhuiden Hintergrund verknüpft sein. Man kann den ganzen Blödsinn auch wegstreichen und es nur ja, ganz frei erzählen, ganz ohne Cthulhu, das geht auch. Dann ist er einfach nur geisteskrank und wahnsinnig und dann lässt man die letzten beiden Finale weg, aber mit Mafia geht das immer noch. Also ich gebe da 3 von 5 Punkten. Es ist in der Stadt verschiebbar, aber nicht wirklich in der Zeit. Spielspaß, 5 von 5 Punkten. Wenn man sich drauf einlässt, ist es ein bisschen schade, dass es nur für 2 Leute geschrieben ist und nicht für 4, 5 oder 6. Das geht mit ein bisschen Aufwand sicherlich auch, aber das ist so ein bisschen der Wermutstropfen. Ich gebe trotzdem 5 von 5 Punkten, wenn man sich auf dieses düstere Setting einlässt. Ich glaube, man sollte den Spielern sagen, worauf sie sich einlassen, dass es sehr trist wird, dass es sehr düster und sehr depressiv wird. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist das ein unglaublich gutes Ding. Unglaublich gut. Für den Spielleiter als auch für die Spieler. Spielleiter Schwierigkeit. 3 von 5 Punkten. Wo ziehe ich Punkte ab? Der große Hauptplot ist nicht schwierig. Überhaupt nicht. In keinen Punkten. Überhaupt nicht. Aber man muss ein bisschen investieren, um diese Stadt, wie gesagt, lebendig zu machen. Um Sachen abseits dessen zu erfinden. Um dann auch die Red Herrings dann nicht so auszubauen, um, wie gesagt, die Familie nochmal darzustellen, dieses Familienleben, dann kommt man nach Hause und ist kaputt und da wartet dann vielleicht nur kalter Kaffee auf einen und die Ex-Frau ist irgendwie blöd. Das muss man alles darstellen und eben,
jeden einzelnen Tag wirklich so ausbeschreiben. Zumindest, ja, man muss so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Man muss sich hier viel Zeit lassen, aber nichtsdestotrotz, das ist der einzige Kasus Knactus. Der Rest des Abenteuers ist sehr einfach zu leiten. Hier kann ich jetzt leider nur noch 5 Bonuspunkte geben. 5 von 5. Das Ding ist gut. Das Ding ist richtig gut. Und ich spreche eine Kaufempfehlung für die Horror-Amerikaner aus. Ganz explizit tue ich das, trotz dessen, dass das Abenteuer jetzt hier in diesem Fall nur 16 Punkte bekommt. Aber ja, man kann es einfach für die Echtzeit, kann man das Ding immer erzählen. Das erste Abenteuer mit dem toten Licht ignoriert das einfach. Aber alleine dieses eine Abenteuer, Schreie und Flüstern, das ist es wert. Vor allem, weil der Preis jetzt mit den 10 Euro, das ist nicht die Welt. Also da würde ich ja zugreifen, das lohnt sich tatsächlich. Die Bilder und die Zeichnungen, die hier zu finden sind, sind gewöhnungsbedürftig. Sie sind eigentlich seit jeher im Cthulhu so, wie sie hier sind, ne, diese selbstgezeichneten Dinger. Mir gefallen sie nicht. Das ist aber ganz subjektiv. Ich ziehe hier trotzdem keine Punkte ab. Weder bei dem einen noch bei dem anderen. Ja, Bilder sind ein bisschen komisch. Mal haben sie von der LAPD gesprochen, also von der Los Angeles Police Department. Dann war es wieder CPD, also Chicago Police Department. Das sind alles so Kleinigkeiten. Das Abenteuer ist trotzdem so gut, dass ich hier 5 von 5 Punkten gebe. Damit kommen wir hier auf die 16 Punkte und dann, wenn wir den Durchschnitt bilden mit dem anderen, kommt das gesamte Buch auf 13 von 20. Mit einer Kaufempfehlung, es sind leider nur 13 Punkte. Das erste Abenteuer könnt ihr komplett weglassen, das zweite ist umso besser. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.